Wir sind heute bei Peter. Und Nadine. Und Nadine, genau. Und Nadine, die dürfen wir nicht vergessen, aber sonst wird sie sauer. Nadine ist heute aber nicht da, die kommt aber noch, oder? Ja. Die stellen wir nachher vor. Peter ist bekannt, sicherlich dem einen oder anderen, der gerade zuschaut, und zwar P.I.T. Peter, dein Einstieg, was ist das? Das ist eine Abkürzung, die steht für Professional Intermittent Training. Das heißt, es ist eine Trainingsphilosophie, die darauf beruht, dass man nach jeder Wiederholung eine kurze Pause einlegt, um einfach mit einer ganz anderen Vorspannung und wesentlich zielgerichteter den Muskel treffen zu können, erschöpfen zu können. Man macht halt keine durchgehende Wiederholung, sondern macht nach jeder Wiederholung eine kurze Pause, um einfach wesentlich fokussierter trainieren zu können. Und dadurch, dass man nicht dahin kommt, dass der Muskel einfach an seinen eigenen Abfallstoffen erstickt, dass er halt wesentlich länger kontrahiert oder mehr Wiederholungen absolvieren kann und so einfach eine ganz andere Form der Erschöpfung hineingerät. Das heißt, wesentlich tiefgreifender erschöpft werden kann. Okay. Gut, das ist PIT, da kommen wir ja noch drauf. Das war jetzt mal eine kurze Einführung, dass ihr wisst, wodurch der Peter bekannt ist. Da steht auch noch unten was unten drunter. Ja, das ist dieser ja, kleine, mit einem kleinen Zwinkern, dieser Slogan, die Zerberstung. Ne? Peter Biers, die Zerberstung? Die Zerberstung, genau. Der Groschen ist gefallen. Ich hoffe. Ja. Ja, Peter, du weißt ja, dass ich schon zur älteren Generation gehöre, deswegen darf ich eine Brille tragen. Und darf Sei dir gegönnt. Genau, und ich darf auch ablesen, Freunde. Ich habe nämlich einiges aufgeschrieben, dass hier auch nichts verloren geht. Und zwar, wir machen jetzt ein schönes Interview mit Peter. Und zwar, der Peter ist einmal bekannt als Bodybuilder, aber heute würde ich gerne ein bisschen was von Peter, der Privatperson, erfahren. Weil der Peter ist natürlich ein ganz normaler Mensch, wie der andere auch, mit ein bisschen weniger Haare, ein bisschen mehr Muskeln, wie die meisten, ist aber auch eben zum Beispiel Papa. Genau. Du hast Kinder? Jawohl, meine Tochter Lia ist 11 Jahre alt, mein Sohn Kai ist 6 Jahre alt. Ja. Schön. Also wie ihr seht, Kraftsportler haben auch Kinder. Auch das funktioniert. Wunderbar. Und hat wunderbar funktioniert. Ja, Peter, wie ist es? Wie bekommt man Bodybuilder und Papa unter einen Hut? Das ist letztlich alles nur eine Frage der Organisation. Also ich bin halt auch der Meinung, dass man als Bodybuilder jetzt nicht unbedingt jeden Tag 3 Stunden trainieren muss. Echt? Nö. Jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Nein, also oftmals ist es so, dass in der Kürze die Würze liegt, beziehungsweise vor allen Dingen in der Intensität des Trainings. So, und ich komme perfekt aus, wenn ich 4-mal die Woche, 1,5 Stunden ungefähr, mein Trainingsprogramm mache. Und essen muss man sowieso, also kann man auch gleich vernünftig sich ernähren, das relativ einfach gestalten und da kein Hexenwerk draus machen. Und dann ist das zeitlich gar kein Problem, das unter einen Hut zu kriegen. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Schön. Was nehmen die Kinder vom Papa mit, der Bodybuilder ist? Machen die was andere Kinder nicht machen? Ja, die geben schon mal gerne mit mir an. Dann fällt im Kindergarten und in der Schule schon mal so der Satz, ja, mein Papa ist sowieso stärker als deiner. Geile Antwort. Alles geklärt. Ja, direkt alle Fragen beantwortet. Ja, und also gerade so mein Sohn fasziniert das schon, was ich da mache. Gut, er ist jetzt auch gerade noch so in einem Alter, wo man sowieso alles toll findet, was die Eltern machen. Und er möchte halt auch unbedingt mal ein Studio haben und selber trainieren und Leute trainieren und auch mal Muskeln haben. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. Gut, du bist einmal Papa, du kriegst es mit deinem Sport, mit deinem Geschäft. Ich meine, jeder weiß, der ein bisschen was mit Fitness zu tun hat, dass eben ein Fitnessstudio da drin besteht, dass man morgens aufmacht, abends zu. Ist ja schon einiges an Arbeit. Ja. Wird auch einiges an Zeit flöten. Aber nichtsdestotrotz klappt es bei dir durch ein gutes Zeitmanagement, dass du alles in einen Hut kriegst. Ja. Die Tage sind natürlich schon recht lange, aber sag mal, wir haben ja hier halt den Vorteil, dass wir auch unsere Leidenschaft irgendwo zum Beruf gemacht haben. Und wir halt auch gerne hier sind. Also ich bin, glaube ich, oftmals... Du bist gern beim Eisen. Ja, ich bin gern beim Eisen und ich bin eigentlich nur mal so morgens für eine Tasse Kaffee und wach werden zu Hause und abends vielleicht noch, um einen Film zu schauen und dann ins Bett zu gehen. Das heißt, unser Tagesablauf spielt sich eigentlich hier zum größten Teil tatsächlich hier ab. Aber... also ich bin unheimlich gerne hier, ich arbeite unheimlich gerne mit Menschen,
Das ist meine absolute Leidenschaft, halt Menschen weiterzuhelfen, dass sie ihre Ziele erreichen können. Insofern ist das eine schöne Sache, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann und einfach gerne hier ist und gerne Leuten hilft. Ja, ist auch so, ich denke, du hast natürlich, das ist jetzt nicht so dieses normale Studio, es ist, was natürlich davon lebt, dass immer wieder Marketingaktionen gemacht werden und viele fremde Leute reinkommen, sondern ja. Das ist sehr stark personifiziert auf dich und auf Nico. Nadine. Ja. Es liegt am Alter. ich denke, da hat man eigentlich auch als nicht unbedingt nur die typischen Kunden, sondern es sind ja auch viel Freunde, die dadurch entstehen. Ja, also wir haben hier ein sehr familiäres Miteinander. Das heißt, die Leute, die hier trainieren kommen, vernetzen sich auch untereinander. Man sitzt dann auch gerne mal noch bei einem Kaffee zusammen und unterhält sich halt auch über Dinge, die über den Sport hinausgehen. Freundschaften entstehen da, also das ist halt nicht wie in diversen Kettenstudios, wo das alles sehr oberflächlich ist, sondern die Leute sind halt durchschnittlich länger hier, haben mehr miteinander zu tun, das ist nicht so unpersönlich, man geht nicht aneinander vorbei, sondern unterstützt sich beim Training, also das ist, hat schon eine ganz andere Qualität, als das in den meisten Kettenstudios der Fall ist. Ne? Ich muss ja auch dazu sagen, die Kettenstudios leben ja auch von den Leuten, die nicht trainieren kommen. Klar. Und nicht von denen, die trainieren kommen. Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich hier in so einem Studio sicherlich ganz anders. Ja. Da hast du natürlich einen hohen Anteil an aktiven Mitgliedern, ja, die immer da sind. Definitiv. Gut. Als natürlich jetzt auch als Mann, ich meine, du bist ja auch ein ganz normaler Mann. Somit hast du natürlich auch eine Frau. Ja. So. Das war jetzt nicht schlecht, oder? Gut gekontert. Also pass auf. Du hast eine Frau. Deine Frau steht doch sicherlich auch auf Sport. Die mag das. Klar. Die mag das. Ja. Ist auch ein Grund, warum es sich gefunden hat, oder? Das ist auch mit ein Grund, warum wir uns gefunden haben. Wir haben uns vor allen Dingen halt darüber, dass sie dieses Studio ins Leben rufen wollte und ich ihr viel bei der Umsetzung dann geholfen habe, weil ich halt vorher schon ein Studio hatte in Bochum. Darüber haben wir uns letztlich kennengelernt. Und wenn man solche Aspekte des Lebens dann miteinander teilen kann, ist das immer eine schöne Sache. Also weil das Verständnis des anderen für das, was man da macht, natürlich ein ganz anderes ist, als wenn man da, was den Sport betrifft oder die Freizeitgestaltung betrifft, komplett auseinanderdriftet. Ja. Und das nimmt ja doch einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens dann ein, gerade wenn man in der Wettkampfvorbereitung ist. Und da braucht man einfach einen Partner, der ein gewisses Verständnis mitbringt. So, jetzt haben wir den Peter noch in seiner Freizeitgestaltung, weil man keine Gewichte stemmt. Ja. Gibt's da irgendwas, was du gerne machst? Bücher lesen, Kino gehen? Gibt's da was? Also ich lese gerne Bücher, wobei das ehrlich gesagt häufig zu kurz kommt. Ansonsten verbringe ich ja halt gerne Zeit mit meiner Frau, meinen Kindern. Also die typischen Freizeitgestaltungen, was man so macht. Also man geht da mal schwimmen oder man geht mal ins Kino. Aber da gibt's jetzt, du hast nichts so, wo du sagst, nee, das kommt da immer regelmäßig vor. Nee, da gibt es jetzt nicht so die Dinge, die. Also ich habe gar nicht so Zeit, um jetzt irgendwie noch großartig nebenbei ein Hobby zu pflegen. Größter Teil meines Hobbys ist halt auch mein Sport, einfach zu trainieren, mich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Insofern, da bleibt eigentlich wenig Zeit für noch irgendwelche anderen Dinge. Also wenn man dann außerhalb mal was unternimmt, dann sind es halt eher Dinge, die halt auch eher in Richtung Entspannung, Ablenkung, runterkommen, abschalten, gemeinsam Zeit verbringen. Aber nicht, dass ich jetzt nebenbei noch klettern gehe oder Mount Everest besteige oder sonst irgendwas mache. Vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ja, das fängt dann doch alles an, ein bisschen zu übersäuern. Ja, muss man gerade sagen. So. Für Kraftsportler klettern ist vielleicht nicht unbedingt die optimale Ausgleichssportart. Dafür sind wir zu schwer. Ja. Gut, Peter. Der Peter als Privatmensch, der Kinder hat, der normales Familienleben führt, aber letztendlich trotzdem immer wieder den Draht natürlich zu diesem Sport hat. Jetzt ist eine Frage, die sicherlich draußen auch viele interessiert, der Ursprung. Es gibt ja bei jedem Kraftsportler natürlich auch einen Ursprung. Ja. Wie bist du ans Eisen gekommen? Also es ist so, dass ich früher Badminton gespielt habe. Badminton? Peter und Badminton? Ja, ja. Ich war da drin auch mal ganz gut. Okay. Hab halt auch in der Mannschaft gespielt. Ach, du warst nicht so schwer wie jetzt? Nee, nicht ganz. Also ich stell mir das gerade vor, Peter. Nee. Das Squash-Hall, Badminton-Halle. Ich habe mit 18 habe ich auf meine 1,83 Meter Größe sage und schreibe 75 Kilo auf die Waage gebracht. Doch so schwer. Hatte, glaube 35er Ärmchen. Immerhin.
Also da war nicht viel dran. Darf ich dir kurz was sagen? Ja. Das wäre für mich in dem Alter ein Riesenarm gewesen. Okay. Ich war 1,78 Meter, 54 Kilo. Okay, so, das gut. Das war, glaube ich, 29,7 Zentimeter Arm. Aber durchtrainiert. Definiert, bis auf die Knochen. Ja, das mit dem definiert war bei mir nämlich dann nämlich irgendwann nicht mehr der Fall. Oh. Also es war halt so, dass ich halt, wie gesagt, früher Badminton gespielt habe. Und ja, dann kam das Studium und da konnte ich nicht mehr so regelmäßig trainieren, weil ich halt aus meinem Heimatort weg musste. Und ich habe vor Ort jetzt nicht den Verein gefunden, wo ich mich so wohl gefühlt habe. Das heißt, das Training ist sehr unregelmäßig geworden. Ich habe zwar am Wochenende weiterhin noch die Meisterschaftsspiele mitbestritten, aber meine sportliche Aktivität hat dann einfach in den ersten ein, zwei Jahren des Studiums stark nachgelassen. Ich habe mich dann vielleicht auch nicht so ganz vorbildlich ernährt. Aha. Und ruckizucki waren 10 Kilo drauf und das waren keine 10 guten Kilos. War eine schöne Mittelpartie. Ja, genau. So, und ja, dann trug es sich zu, dass ich 1999 mein Praxissemester in Australien angetreten habe. Mhm. Und da habe ich für mich dann festgestellt, okay, wir sehen hier alle anderen am Strand besser aus als ich. Oh. Und vor allen Dingen dieser Ring hier um die Körpermitte, der hat mich so ein bisschen gestört. Mhm. Muskeln haben mich aber immer schon fasziniert. Es war aber irgendwie nie so die Zeit da, sich da mal näher mit auseinanderzusetzen. In dem Moment habe ich dann halt im Praxissemester gesagt, okay, jetzt hast du hier die Zeit und die Möglichkeit, geh mal ins Studio und fang einfach mal an. Habe angefangen zu trainieren, habe Anfang so dieses klassische, ich gehe mal ins Studio und reiß die Bude auseinander. Einmal komplett alles durch, oder? Einmal komplett alles durch und das 5-mal die Woche. Also das klassische ohne Sinn und Verstand Training, was man am Anfang so macht. Aber hilft, oder? Auch das hilft. Hilft, ja. Am Anfang hilft alles. Am Anfang hilft alles, genau. Mir hat zwar regelmäßig alles wehgetan, ja, aber der Körper hat halt unheimlich schnell reagiert. Ja. Und da hat man halt gemerkt, okay, ich scheine da schon ganz gute Veranlagung für zu haben. Bin dann nach einem halben Jahr nach Hause gekommen und meine Familie, meine Freunde haben mich angeguckt und so, was ist denn mit dir passiert? Okay. Ne? Ich habe mich halt in einem halben Jahr schon ganz gut verändern können. Das Gewicht ist gleich geblieben, aber ich hatte bestimmt 5 Kilo Fett runter und 5 Kilo Muskeln drauf. Und da sieht man natürlich ganz anders aus. So habe ich dann Feuer gefangen und hatte dann damals jemanden in meiner Ausbildung, der schon länger trainiert, der das auch ganz gut drauf hat. Mhm. Und der hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ja, und so nahm alles seinen Lauf. 1999? Ja. Krass. Da habe ich schon, Jesus, wie viele Wettkämpfe schon gemacht gehabt? Da hast du erst angefangen. Krass. Ich erst angefangen. Ja gut, ich habe zu Hause auch schon mal mit einer Kurzhantel ein paar Bizeps Curls gemacht, aber das kann man nicht wirklich ernsthaft als Training bezeichnen. Ne? Krass. 1999, Initialzündung. Peter hat die Schnauze voll. Und wer zum Bademeister? Genau. Sehr geil. Sehr geile Überleitung zu unserem Pool draußen. Ja, dann sehen wir genau, nachher noch. Dann können wir nachher schwimmen. Gut, Peter. Gab es dann auch bei dir so irgendwann mal so einen Konflikt zu dem Sport, dass du gesagt hast, irgendwie, der Sport nimmt mir zu viel Zeit, ich habe keine Zeit mehr für Privatleben. Gab es sowas mal? Nee. Also dafür war mir das persönlich immer zu wichtig. Und für mich hat das immer an allererster Stelle gestanden. Und selbst wenn es mal so ist, dass man kurzfristig mal keine Zeit hat oder dass es andere Dinge gibt, die mal wichtiger sind, dann setzt man halt mal eine Woche aus oder lässt mal ein, zwei Trainingseinheiten ausfallen, macht dann mal eher ein Ganzkörpertraining, um den Status quo zu halten. Aber dass ich jetzt wirklich, dass es mal irgendwie so eine Situation gewesen wäre, dass ich jetzt gar nichts mache oder so, das hat es eigentlich nie gegeben. Das hat es immer nur verletzungsbedingt gegeben. Da war doch was, gell? Ja, also, da habe ich schon so ein paar Sachen hinter mir. Hatte 2003 einen Motorradunfall mit offenem Schienenwarnbeinbruch. Da war erstmal dann ja nichts mehr Training. Ganzes Jahr nichts. Mhm. Also zumindest für die Beine, für den Oberkörper habe ich natürlich weiter trainiert. Damals war ich noch McFit, die haben mich alle für wahnsinnig erklärt, weil ich da auf Krücken reingestolpert bin und mir von irgendwelchen Leuten die Hanteln habe angeben lassen. Weißt du, was du daran erkennst? An sowas ja, man will. Daran erkennst du, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ja auch vor 2 Jahren das Wadenbein gebrochen gehabt. Und, das war beim Mountainbike. Genau, beim Downhill-Fahren. Erst in meinem Leben Downhill gefahren, gleich in Geisteskranker, logischerweise. Ich habe das Downhill-Fahren. Genau, genau, alles richtig gemacht. Und da war es auch so, dass ich operiert geworden, montags. Mhm. So, und Dienstagmorgens kommt die Krankenschwester rein, guckt mich an, Herr Trienbacher, was machen Sie da? Ich, warum Klimmzug, warum?
Ja, Sie wissen schon, dass Sie gestern operiert worden sind. Ja, natürlich, klar. Sie wissen schon, dass Sie gestern operiert worden sind. Ja, das weiß ich schon. Sie sind in den Kopf geschüttelt und hat sie gemeint, alle, die von einem speziellen Sportorthopäden kommen, die haben alle einen in der Klatsche. Das ist alle normal. Aber daran erkennst du einfach, wie wichtig das für einen Menschen ist. So, das heißt, du hattest einmal eine krasse Unterbrechung, aber nichtsdestotrotz hast du trotzdem wieder... Ja, also damals haben die Ärzte mir gesagt, dass es sein kann, dass ich nie wieder werde Beine trainieren können und so, aber ich habe mir in solchen Momenten immer geschworen, so, euch beweise ich das Gegenteil und jetzt erst recht, ihr könnt mich alle mal. Ja. Das ist die geilste Methode überhaupt, jetzt erst recht. Genau. Funktioniert in den meisten Fällen sowieso. Genau. Und 2013 habe ich dann nochmal einen kleinen, also beziehungsweise 2006, habe ich mir dann noch eine Kurzhantel aufs Bein fallen lassen. Wow. Ja. Kurzhantel aufs Bein fallen lassen. Wie macht man sowas? Ja, man macht Fliegende mit wahrscheinlich zu viel Gewicht und verliert dann beim Absetzen so ein bisschen die Kontrolle und dann plumpst aufs Bein drauf. Oh. Auf Oberschenkel oder? Auf den Oberschenkel, ja. Und dann ist da drin halt irgendwie ein Blutgefäß kaputt gegangen und hat mir schön den Oberschenkel eingeblutet. Mhm. Ja, da war ich dann zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die habe ich komplett im Krankenbett verfolgt. Ja. War so schön warm in dem Sommer, war ganz besonders prickel im Krankenhaus. Ja, da habe ich dann auch wieder 3 Wochen damit zu tun gehabt und ich glaube 5 OPs gehabt. Und auch danach war dann erstmal ein halbes Jahr mit Beintraining wieder nichts. Rechts, links? Das war links. Aber sieht man nichts mehr? Ja, doch, sieht man schon noch an der Seite der Narbe, ja. Okay. Also da mussten sie mir einmal den ganzen Oberschenkel aufmachen. Ja, war nicht so schön. Aufschneiden? Ja, seitlich. Schon seitlich einmal, aufschneiden? Sei mal seitlich aufgeschnitten. Ja, nicht aufschneiden, sondern nicht reingucken, sondern einfach nur Gewebe entlasten. Ja, das heißt, die beiden Hautfalten, die Hautlappen wurden dann quasi auseinandergezogen. Dann mit so einer Art Reißverschluss aufgehalten, dann so... Schwämmchen da rein. Kann ich mir auch schon übergeben gehen? Nein. Ja, auf jeden Fall. Auch danach war dann erstmal ein halbes Jahr wieder nichts mit Beintraining, aber auch da habe ich mich nicht davon abbringen lassen, dass ich das wieder alles hinbekomme. Ja, dann habe ich mir 2013 noch meinen rechten Brustmuskel fast komplett abgerissen. Wahrscheinlich hast du mit extrem leichtem Gewicht trainiert. Ja, das war ganz viel Wiederholung gemacht, oder? Genau. Ja, das war eine Dummheit. Ich habe gerade gedacht, komm, ich habe mich breitschlagen lassen, mal an so einem Bankdrückwettkampf mitzumachen. Hätte ich besser sein lassen sollen. Bei 185 Kilo hat es dann einmal einen Ritsch gemacht, dann war die Brustmuskulatur ab. Aber das siehst du mal, wenn der Mensch so in diesem Wettbewerbmodus, was da passiert, ja. Da geht man halt einfach mal über Grenzen hinaus, die man wahrscheinlich so nicht machen würde. Ja, vor allem das Blöde ist, mein Bauchgefühl hat mir eigentlich an dem Morgen auch schon gesagt, dass ich es sein lassen sollte, aber der Ehrgeiz war dann größer. Freunde, das ist typisch Mann. Wir lassen uns sowas nicht sagen, nein. Wir machen es dann erst recht und dann macht es Peng. Und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal schlauer sind, was in der Regel manchmal nicht funktioniert. Ich glaube, dass ich jetzt, nicht nochmal einen Bankdrückwettkampf mache. Irgendwann weiß man es nicht. Ja, aber ich muss halt sagen, so rückblickend betrachtet, ich habe bei allen meinen Verletzungen eigentlich Glücke erstens dazugelernt. Mhm. Dann zweitens auch gerade so die Verletzung mit meinem Oberschenkel, wo ich mir eine Kurzhantel habe drauffallen lassen, mit diesem Einbluten, hat unter anderem dazu geführt, dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie kann man eine Kurzhantel aufhängen, dass man sie nicht umsetzen muss. Ja. So kann halt auch aus was Negativem wieder was Positives werden. Da kommen wir näher drauf zu sprechen. Da kommen wir nachher drauf. Das müsst ihr euch jetzt merken. Das ist ein guter Aufhänger für später. Genau. Ja, und ich muss halt sagen, ich habe halt insofern immer Glück gehabt, weil alles wieder gut geworden ist. Auch meine Brust, die wurde dann eine knappe Woche später operiert. Und das hat er so toll gemacht, da sieht man definitiv gar nichts. Peter, jetzt haben wir einiges von Peter als Privatperson erfahren. Alles sehr interessant, weil für mich natürlich auch sehr interessant, aus dem einfachen Grund, klar, das ist XL, ich bin die Nummer S, also die kleinere Variante von der ganzen Geschichte, aber man hört natürlich raus, dass da ganz viele Parallelitäten da sind. Und ich bezeichne diesen Sport als, wenn du den Virus einmal hast. Die Gründe sind ganz verschiedene Gründe. Mir war es aus Untergewichtsgründen raus, weil ich einfach so ein Wurm war.
Aber wenn du den Virus einmal hast und der Virus sich verfestigt, ist es für jemanden, der außen steht, nicht nachvollziehbar, was diese Menschen da tun. Auch nicht nachvollziehbar, wie man einem Badehöschen braun eingeschmiert, goldglänzend, eingeölt mit vielen anderen Männern auf einer Bühne steht. Aber wenn man den Virus hat, man kann es auch nicht erklären, muss man auch nicht erklären. Nee, das man muss, nicht, muss auch nicht jeder verstehen. Nee. Ich verstehe gewisse Dinge auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man 70 Runden lang immer im Kreis fahren kann mit dem Auto. Würde ich auch nicht machen. Weißt du, was das Wichtigste ist? Was ich finde, was man also, wenn man diese Art von Sport als Virus hat, was man da lernt, das finde ich, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, tolerant zu sein. Ja. Weil gerade Randsportarten lernen natürlich, weil sie immer im Fokus stehen, immer, ja, was soll man sagen dazu, als dumm hingestellt werden, als naiv, als einfällig, als Persönlichkeitsstörung, was weiß ich was. Da lernt man doch, wenn man weiß, dass es nicht so ist, da lernt man dann einfach gegenüber anderen Randgruppen wesentlich toleranter sein. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Sollte so sein, ja.